gerade erst letzte Woche habe ich viele Zuschriften bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, ich bin in Frankreich und ich hätte gerne das Kanzlerduell geschaut. Das ging aber nicht, das war geblockt. Gleiches habe ich gehört von Leuten, die gerne eine Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel verfolgen wollten, was zwar grenzübergreifend auf der Webseite des Kanzleramtes ging, komischerweise auf der Webseite von Phoenix nicht. Und auf Nachfrage wurde dann gesagt, das geht nicht, weil wir nur die Rechte haben, das in Deutschland auszustrahlen. Das heißt, wir haben hier es mit Problemen zu tun, die teilweise überhaupt nicht die Rechte der Filmindustrie betreffen, sondern es ist Europäerinnen und Europäern schlicht und ergreifend nicht möglich, sich grenzübergreifend über aktuelle politische Geschehen zu informieren. Wir alle, unabhängig davon, ob wir Französinnen, Franzosen sind, haben sehr aufmerksam die Präsidentschaftswahlen in Frankreich verfolgt. Und es ist ja eigentlich erfreulich, wenn sich auch Menschen aus anderen europäischen Ländern für die deutschen Bundestagswahlen interessieren. Leider ist es aber so, dass das Urheberrecht, wie es heute gestaltet ist, dem unnötige Barrieren in den Weg setzt. Auch beim Film, bei der Kultur gibt es, denke ich, viele unnötige Grenzen, die wir überwinden müssen. Gerade linguistische Minderheiten, zum Beispiel deutschsprachige Minderheiten in Belgien oder Dänemark, können oftmals überhaupt keine deutschsprachigen kulturellen Inhalte im Internet sehen, selbst wenn sie dafür zahlen wollten. Es ist nämlich so, dass europäische Filmproduktionen im Durchschnitt überhaupt nur in 2 bis 3 europäischen Ländern kommerziell verfügbar gemacht werden auf Video-on-Demand-Plattformen. Wenn man nicht zufällig in einem dieser 2 oder 3 Länder wohnt, dann hat man überhaupt keine Chance, legal auf diese Inhalte zuzugreifen. Und dementsprechend entgehen der Filmindustrie dort auch keine Einnahmen, weil überhaupt kein Markt erschlossen wird. Das heißt, Studierende, linguistische Minderheiten oder auch Sprachlernende, die vielleicht in einem anderen Land leben und Deutsch lernen wollen, die haben eigentlich keine andere Möglichkeit im Internet, als auf illegale Angebote zurückzugreifen. Und das schadet letzten Endes natürlich auch den Filmproduzentinnen und den Künstlerinnen und Künstlern, weil dort Einnahmen, die möglicherweise erschlossen werden könnten, letzten Endes entgehen.